Aegidius war ein Römer aus Gallien. Er hatte große militärische und diplomatische Erfahrung. Die Römer hofften, dass er vor allem den Vorstoß der Goten aufhält und den kleinen Rest Galliens verteidigt, der noch Teil des Römischen Reiches war. Die endlosen Angriffe der Barbaren zollen ihren Tribut von seinen geschwächten Truppen. Aegidius will sich jedoch nicht geschlagen geben. Zu diesem Zeitpunkt, um 450, hofft Aegidius noch, die Macht Roms wiederherstellen zu können. Wenn Aegidius in Gallien beschäftigt ist, glaubt Ricimer, die gesamte Macht in Italien zu besitzen. Doch Majorian hat eigene Pläne. Ricimer muss feststellen, dass Majorian als römischer Kaiser Tatendrang entwickelt und nicht nur Galionsfigur sein will. Er versucht energisch, Ricimer in den Hintergrund zu drängen und selbst das Kommando über militärische Einsätze zu übernehmen. Majorian ist ein sehr dynamischer und auch tüchtiger Kaiser. Er kennt die Schwächen des Reiches und will sie beseitigen. Majorian plant einen großen Feldzug gegen die Vandalen unter König Geiserich, ohne Ricimer zu berücksichtigen. Das will Ricimer nicht hinnehmen. Majorian führt seine Truppen über die Alpen nach Gallien und weiter südwärts nach Hispanien. Von dort will er mit einer Flotte die Vandalen in Nordafrika angreifen. Majorian befiehlt den Zimmermännern, starke und schnelle Schiffe zu bauen. Damit soll die große Flotte des Vandalenkönigs Geiserich überwältigt werden. Majorian will die Vandalen aus Nordafrika vertreiben und die wichtigste Quelle des Römischen Reiches für Nahrung und Einnahmen zurückgewinnen. Er lagert an der Küste des Mittelmeers und ergreift für sein bedeutendes und teures Unternehmen jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme. Majorian ist vorsichtig. Er sendet Kundschafter über die Straße von Gibraltar, die nach lokaler Unterstützung für die Landungsoperation suchen sollen. Für die Verhältnisse dieser Zeit ist es ein sehr bedeutendes Marineunternehmen. Doch in der Nacht schlägt das Unglück zu. Trotz aller Bemühungen gelingt es Geiserichs Kriegern, die römische Flotte in Brand zu setzen. Es zeigt sich wieder einmal, dass die Römer den Vandalen nicht gewachsen sind. Sie können die Vandalen nicht besiegen. Viele Unternehmungen misslingen, manchmal sogar bevor sie beginnen. Der Feldzug scheitert, obwohl die Römer bis dahin auf der Siegerstraße waren. Wenn Majorian Afrika erobert hätte, wäre er unanfechtbar gewesen. Doch so endet die Invasion in der Katastrophe. Die Flotte, die die Soldaten über das Mittelmeer bringen sollte, brannte in dem Hafen nieder, in dem sie gezogen worden war. Majorian kehrt niedergeschlagen nach Italien zurück. Sein Plan, Nordafrika zurückzuerobern, war geplatzt. Das ist der demütigende Teil in Majorians Leben. Er war der letzte Kaiser, der die Fähigkeit hatte, Männer in die Schlacht zu führen und dabei den Ruf eines starken Mannes erlangte. Nach den römischen Vorstellungen von Macht und Ehre wurde dieser Kaiser gedemütigt. Auf derselben bewaldeten Straße nach Rom reitet auch ein Trupp von Soldaten, der den Kaiser abfangen soll.
Es ist die Ehrenwache von Majorians altem Freund Rikimir. Majorian war der erste Soldatenkaiser, den Rom seit Jahren hatte. Doch nach der Niederlage im Feldzug gegen die Vandalen wollte ihn Rikimir loswerden. Vielleicht ging es auch noch um etwas anderes. Majorian könnte Rikimir für das Scheitern die Schuld gegeben haben. Und Rikimir Majorian. Der Chronist Johannes von Antiochia schrieb im 6. Jahrhundert: Rikimir und seine Soldaten sperrten ihn ein, rissen ihm die purpurne Robe und die Krone herunter, schlugen und enthaupteten ihn. So endete das Leben des Majorian. Ein Bote mit der Nachricht von der Ermordung Majorians bahnt sich langsam seinen Weg zu Aegidius, in dem römischen Außenposten Soissons in Gallien. Er hat schlechte Nachrichten für den General. Die einzige Antwort, die Aegidius darauf findet, ist, dass er, Majorian und Rikimir Kameraden waren, die jahrzehntelang zusammen gedient haben. Wo steht er? Seine Legitimation war die Ernennung durch Majorian, der nun tot ist. Seine Zukunft scheint unsicher zu sein. Da Majorian tot ist, sieht Aegidius keinen Grund mehr, weiter mit Rikimir zusammenzuarbeiten. Aegidius sagt sich los. Er verweigert Rikimir und seiner neuen Regierung die Anerkennung und regiert sein Stückchen Gallien als unabhängiges Königreich. Aegidius muss seine Armee vorbereiten. Die Unabhängigkeitserklärung kommt einer Kriegserklärung an Rikimir gleich. Aegidius lehnt die Herrschaft Rikimirs in Italien ab und sieht in seinem Königreich von Soissons den letzten Rest des Römischen Reichs. Es gibt keinen Beleg dafür, dass Befehle von Rikimir oder jemand anderem in Italien beachtet wurden. Sie sind auf sich allein gestellt und völlig unabhängig. Das Reich ist in Stücke zerbrochen. In Rom bereitet sich auch Rikimir auf einen Krieg vor. Doch zuerst muss er einen neuen, willfährigen Kaiser finden. Diesmal besteht kein Zweifel, der Auserwählte ist nicht mehr als eine Marionette. Libius Severus. Niemand will Kaiser sein. Diesen Job braucht niemand. Der Einzige, der einen Kaiser braucht, ist der Generalissimo, sonst niemand. Da nur Rikimir einen Kaiser benötigt, ernennt er Libius Severus zu dem Nachfolger von Majorian. Mit dem neuen Kaiser Severus an seiner Seite kann Rikimir tun und lassen, was er will. Und nichts will er mehr, als Aegidius ein für allemal loswerden.